So, da steht da nun mein neuestes Projekt. Und zwar diese Fläche hier. Ja, kann beschossen werden. Und diese Fläche kann beschossen werden. Und hier oben die Fläche habe ich den Vorteil, dass ich das auswechseln kann. Da ist nochmal so eine Styroporboxen drin. Ja, die kann ich also rausnehmen, neu befüllen und wieder reinstecken. Ja. Muss ich dann mal gucken. Es gibt da diese tollen Würfel aus, mit dieser Foam, dass man das eventuell reinsteckt, dass man die größere Fläche benutzen kann. Ja. Also, dass ich die ganze Fläche benutzen könnte. Macht es dann auch beim Austausch leichter. Ja, weil dann würde man notfalls hier ein Fenster reinmachen. Ja. Hier Fensterchen rein. Und dann einfach oben hier dann auch nochmal. Und dann von oben einfach neu reinfüllen, wenn es kaputt geschossen ist. Und so habe ich den Karton nicht kaputt geballert und habe ein bisschen mehr Stabilität drin. So, und jetzt, da ich den großen jetzt nicht aufschneiden kann und das auch nicht tun werde, nochmal hier ein kleines Modell für euch. Ja? Scheiß Autofokus. Also, in dem unteren Bereich. Ja, habe ich so eine Styroporbox rein, die ich wahrscheinlich hier drüben dann gleich mal einblenden werde. Das ist ein sehen könnt. Hier in dem Bereich habe ich einen riesen Karton rein. Vollgestopft mit Zeitung. Und besonders geil, Kataloge, die halten nämlich einiges aus. Ja, da kannst du lange drauf ballern, bis du die kaputt hast. Hier habe ich einen Zwischenbereich gemacht. Da bin ich auch noch nicht sicher, ob das bleibt. Also vielleicht in der zweiten Mission nochmal umbauen. Aber hier oben ist nochmal so eine Styroporbox drinne, auch vollgestopft mit Zeitungen und Katalogen und Zeugs, die dann auch für den Beschuss gedacht ist. Ja, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht drüber schießt, weil hinten die Wand wäre nicht gut. Ja? Dann wird sich meine Frau wirklich drüber freuen, wenn ich da hinten die Wand voll dübel. Ja, auch die Pfeile werden ruckzuck kaputt. Also hier ein bisschen Sicherheit einplanen, dass man nur eine kleinere Fläche hat. Deswegen dann vielleicht eventuell das hier rausnehmen, Box ganz runter und die Sicherheitsfläche nach oben verlagern. Werde ich wahrscheinlich dann auch tun, wäre die schlauere Variante. Ja? So, das ist also mein neuestes Projekt. Sobald ich ihn beschieße, was ich wahrscheinlich dieses Wochenende tun werde, kommt noch ein Video. Ja? Und jetzt erstmal die einzelnen Schritte. Und wie gesagt, das ist mein Schießturm für meine Indoor Area. Viel Spaß beim Nachbauen. Also, man sieht sich. I've made excuses in my life, but never before. Every seems so serious to show.